In der Nacht vom 24. zum 25. Mai 2000 wurde Dieter Eich, zu dieser Zeit erwerbslos, von 4 Neonazis in seiner eigenen Wohnung in Berlin-Buch ermordet. Die Täter feierten im selben Hochhaus eine Wohnungseinweihung. Laut Aussagen vor Gericht beschlossen sie abends, einen Assi zu klatschen. Sie brachen in seine Wohnung in der 9. Etage ein und attackierten ihr schlafendes Opfer mit Füßen und Fäusten. Immer wieder traten sie gezielt gegen den Kopf und in die Magengegend. Eine Stunde später gingen sie nochmals in Dieter Eichs Wohnung und töteten ihn mit einem gezielten Stich in sein Herz und dies einzig und allein, damit er sie nicht wiedererkennen konnte. Später gingen sie ein drittes Mal in seine Wohnung, um die Spuren ihrer Tat zu beseitigen. Sie entfernten Fingerabdrücke, Blutspuren in der Wohnung wie auch im Treppenhaus. Ihre blutverschmierte Kleidung entsorgten sie in einem Müllschlucker eines Nachbarhochhauses. Am nächsten Tag wird Dieter Eich von seinem Nachbarn tot aufgefunden. Vor Gericht äußert der Haupttäter, dass er richtig stolz darauf gewesen sei, seinen ersten Menschen abgestochen zu haben. Das Gericht wertete zwar den Angriff, Tritte, Schläge und so weiter als klar rechtsmotiviert. Der Mord wurde nur als Verdeckung einer Straftat gewertet, was die Haftstrafe erheblich verringerte. Der Haupttäter wurde zu einer Haftstrafe von 13 Jahren verurteilt. Dies zeigt, dass die Ermittlungsbehörden kein Interesse haben, solche rechtsradikalen Überfälle öffentlich zu machen, um die Statistiken über Zwischenfälle mit Rechtsradikalen zu schönen. Auch wenn die Presse diesen Mord als eindeutig rechts deklarierte, werden als antreibende Kraft Alkohol und Musik bemüht. Dieser Mord reiht sich ein in eine lange, lange Liste von neonazistischen Gewalttaten und Morden in Deutschland. Seit 1990 wurden laut Opferperspektiven und antirassistischen Initiativen 149 Menschen durch Neonazis getötet. Vor Gericht werden aber viel weniger Morde als rechtsmotiviert gewertet. In den offiziellen Statistiken wurden lediglich 46 Opfer rechter Gewalt anerkannt. Oft treffen diese Gewaltexzesse Personen, die von Neonazis als Schmarotzer am sogenannten Volkskörper angesehen werden, da sie keine Arbeitsstelle haben. Menschen können nicht nur an ihrer Arbeitskraft gemessen werden und dadurch in entbehrbares und nicht entbehrbares Leben eingeteilt werden. Keine Haftstrafe, egal welcher Höhe, kann diese Tat ungeschehen machen. Solche Taten dürfen nicht vergessen werden. Was uns bleibt, ist dem brutalen Mord zu gedenken und zu mahnen. Derlei Taten dürfen sich nicht wiederholen.